Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Und in der gestrigen Folge haben wir mit Kalia gesprochen. Hat sie das hier verursacht? Ey? Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Denn sie ist ein Monster. Herzlichen Glückwunsch. Ich gehe mal weg. Du bist krank. So, wir haben natürlich neue Aufträge und Jasper am Myradenturm treffen ist nicht gerade unsere. Rache ist sauer. Das wollten wir unbedingt machen, weil es ja auch direkt hier in Ark ist und wir diese Mission schon vor Ewigkeiten bekommen haben. Was zum Teufel tust du da? Gut? Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Okay, ich glaube, das war ein bisschen verbuggt. Aber wir haben sie gerettet. Wir sind ein Held. Es. Ich bin ein Held. Ihr nicht. Ihr seid ja gerade nicht im Spiel. Ansonsten vielleicht. Oh Mann. Ich glaube, es wird langsam spät. Ich fange an, Schwachsinn zu reden. Wie sieht das denn aus? Lol. Ich glaube, da hat etwas nicht geladen. Ich frage mich, wie hoch diese unsichtbare Mauer ist, ob man darüber springen kann. Offensichtlich nicht gut. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Fehlt hier einfach nur das Geländer oder sind die lebensmüde? Irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls, wir gehen auf jeden Fall zum Wegweiser. Von da aus landen wir automatisch dahin, wo wir müssen. Also, wenn ich wüsste, wo wir hin müssten. Wir werden einfach mal spontan in... Erstmal auf die Karte gucken. Wie wär's damit? Wir gucken auf die Karte. Wir müssen... Zum Adelsviertel, okay. Adelsviertel. Da. Perfekt. Gut, dass ich nochmal auf die Karte geguckt habe, sonst hätten wir uns jetzt dumm und dusselig gesucht. Wüstenkönigs. Eine neue Interpretation Madame. Des Werkes von Adel. Ich finde diese Ente sehr interessant. Sie bewegt ihre Füße nicht, oder? Düster wie die Sonne. Das ist wie so ein Boot. Sie schwimmt einfach von alleine, ohne Bewegung. So. Der Typ nervt uns immer noch. Ich habe jetzt einen anderen Controller drin, weil mich mein anderer genervt hat. Und ich würde mal glatt behaupten, wir schleichen uns mal rein. Niemand wird mich kommen sehen. Ich bin ein verdammter Assassine. Yeah. Mich hat echt keiner gesehen. Dann ist dann aber auch mal wieder gut. Und dann ist mal hier keiner, der mich sehen kann und dann werde ich gesehen. Das ist ja seltsam. Hä? Was? Lass mich runter. Okay. Da bewacht dabei sehr gut jemand seine Fässer. Aber nicht gut genug. Lehrling. Pfff. Wollt ihr das Mietfass gegen das Essigfass tauschen? Yep. Heute Miet im Angebot. Wie wir das Ding rumgetragen haben, wie wir das Ding hier runterbekommen haben, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Tja, erwischt. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube... Heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Na schön, aber wehe, ich versuche mich übers, ihr versucht mich übers Ohr zu hauen. Naja, ich gehe da mal. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Tut mir leid. Was? Nutzt gefälligst deine Fäuste. Wie so ein Besoffener noch kämpfen kann. Ich gebe dir niemals meine Groschen. Nie. Jetzt müssen wir ihn noch loswerden, ne? Ist ein bisschen blöd, wenn man hier die Leiche sieht. Glaube
Ich glaube, da wird ihn so schnell nicht jemand finden. Oh, ich kann ihn ganz hinten verstecken. Alter, dein Fuß! Was soll der Scheiß? So, hier bist du gut versteckt. Niemand wird jemals merken, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Muhaha. Dann klaue ich extra noch das Geld, damit die denken, er hat das Geld geklaut und ist abgehauen. Das ist der perfekte Plan. Die denken jetzt, er ist ein Dieb. Wie ist er überhaupt hingekommen? Das Tor war abgesperrt. Ach, der ist mir wahrscheinlich hinterher geschlichen. Der kleine Schlingel. Mitternacht zwischen Unrat und roten Laternen. Okay, wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich zurück. Haben wir hier irgendwo einen Wegweiser oder so? Na gut, laufen wir zu Fuß, scheiß drauf. Ich hab selber Füße, ich weiß. Ulifarel Vogelsang. Der Poet singt in Arg. Gespielt werden meine zarte Frühlingsknospe. Deine Lippen schmecken süß wie Kuchen. Nichts kann dein goldenes Haar beschreiben. Du bläst wie eine Kriegsposaune. Was? Okay. Ihr habt mich überrascht. Ihr habt mich soeben überrascht. Also hier muss, glaube ich, irgendwo seine Hütte sein. Ich glaube, hier haben wir ihn das erste Mal sogar getroffen. Ja. Du guck mal kurz auf die Karte. Man weiß ja nie. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ja, all dies, das gibt es hier. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ist doch immer dasselbe. Ach, das ist immer noch nicht seine Hütte. Ach, komm schon. Deswegen hasse ich es, in Arg rumzulaufen. Madame? Weil die Ladesequenzen einfach krank sind. So, ihr könnt vom Glück reden, dass ich jetzt anfange, das Ganze wegzuschneiden. So, erledigt. Ich habe jemanden umgebracht. Ich habe das Fass ausgetauscht. Ausgezeichnet. Ich bin mal gespannt, was der Wirt des Leoren nach diesem Abend über den Flussheimer Honigwein denkt. Hier ist eure Belohnung. 40 Groschen auf die Hand und einen Beteiligungsschein für die Bank. Das sollte euch motivieren, auch langfristig Stillschweigen über unsere Zusammenarbeit zu bewahren. WTF? Die Bestechung hätte mich 50 Kronkorken, sei schon, Gold gekostet. Ich hätte 10 Verlust gemacht. Sei kein Geizhals. Ihr habt, was ihr wolltet. Was sind da ein paar Groschen mehr? Wer den Groschen nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Tut mir leid, aber das ist mein letztes Wort. Wo hab ich das nur hin? Na gut. Sprecht mit Samael Silrin bei Silrin und Freunde. Er wird den Schein für euch einlösen. Nun schreitet wohl. Ich habe zu tun. Zum Glück habe ich den Mistkill umgebracht. Das hat er mich ziemlich viel gekostet. Bist du die Bank? Nein. Madame? Nun denn. Stand da gerade 60 Kronkorken. Groschen? Was ist das denn? Ein Bierkeller. Wo hab ich das? Du? Weißt du, ist hier voll am Saufen und will einen Groschen haben. Die sterben, ganz ehrlich. Ich erledige es für dich. Ich darf nur nicht dabei gesehen werden. Shit. Woher wollen die wissen, dass ich es war? Ich war komplett unsichtbar. Okay. Hast du nochmal Glück gehabt, Dude. Stattdessen werden wir zum Myradenturm reisen. Oh, ich bin am Myradenturm.
Okay, und dann gehen wir das Wort der Toten machen. Wo müssen wir jetzt nochmal genau? Hast mir nicht gemerkt. Quest da unten ist sie. Irgendwo hier. Da. Wir müssen zum Myradenturm, der an der Steilklippe, okay. Ich finde es übrigens faszinierend, wie beim Myradenturm jede Strecke gleich kostet. Ich meine, wenn das bei uns die Taxen machen würden, das wäre doch geil. Wenn man sagt pauschal, ey, 10 Euro fahr mich hin, wo immer ich hin will. So ist es mit den Myraden. Die fliegen mich ans Arsch der Welt, das kostet 25 Taler. Oder Groschen, ne? Und er fliegt mich um die Ecke und das kostet auch einfach 25 Groschen. Wohin soll es gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Das ergibt doch keinen Sinn. So. Wieder einmal reisen wir gemeinsam. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Na, versteckst du dich? Ich verbären. Wo bist du, du kleine Kackbratze? Du wirst mich nicht erschrecken. Das war der Ort, wo er mich das erste Mal erschreckt hat. Die kleine Kackbratze, wo ist der Penner? Der muss hier getötet werden. Keine Ahnung, wo er ist. Aber wir merken uns, Bär in der Nähe. Nein, Karte war falsch. Jipp, Objekte. Ich möchte gerne was essen. Da bist du ja. Und? Wollen wir? Was ist eigentlich die Geschichte hinter dieser Narbe? Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann mal 2-4 armweit große arasialische Frauen in einer Tal-Gula-Taverne auf ihr Zimmer einladen, solltest du die beiden entweder verdammt gut kennen oder Fersengeld geben. Tal-Gul? Sagt dir nichts? Die Hauptstadt, zumindest laut den zivilisierten Arasealern. Lass mich raten, du hast weder noch getan. Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert, um ihm ein Totem aus einer Siedlung der Freien zu beschaffen. Also der Arasealer, die sich nicht den Lichtgeborenen gebeugt haben, ihre Naturgötter verehren und als Nomaden durch die Steppe ziehen. Keine Ahnung, wie viel du über Arasial weißt, aber die Freien stehen seit Jahrhunderten im Konflikt mit den Zivilisierten, die die 7 Göttlichen verehren. Attentate auf beiden Seiten, Blutfäden, das Übliche eben, wenn 2 Parteien beide meinen, es besser zu wissen. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomadenstamm und der Schnösel wollte es haben. Also habe ich es ihm beschafft. Was? Und du hattest überhaupt keine Gewissensbisse? Oh doch, natürlich. Ich habe mich nächtelang danach noch in den Schlaf geweint. Im Ernst, warum sollte ich? Sowohl die Freien als auch die Zivilisierten sind so erpicht darauf, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Da macht ein geschändetes Totem hin oder her keinen Unterschied. Und die beiden Arasealerinnen waren Freie? Korrekt. Und ich war angetrunken und etwas einsam, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du schon mal eine reinblütige Arasealerin in ihren 20ern gesehen? Da ist es wirklich schwer, Nein zu sagen. Naja, wie du jedenfalls schon erkannt hast, das Ganze lief anders als erwartet. Oben im Zimmer angekommen, hat mein Gesicht Bekanntschaft mit einem Tischbein und 4 absolut nicht zarten arasialischen Damen Fäusten und Füßen gemacht. Und das Totem war mitsamt all meinen Groschen und Klamotten weg. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf denkt. Hüftgegend, gut umschrieben. Sie haben deine ganze Kleidung genommen? Ja. Ja. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Das trifft es ganz gut. Aber, naja, wie sagt man so schön, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen. Hübsch vielleicht nicht, aber verrucht und mysteriös.
Das hat doch auch was. Lieb von dir, das zu sagen. Lieb? Ich würde jetzt zerfleischen. Du warst doch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Stimmt. Warum fragst du? Ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderel zu kommen? Puh, gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. In welchen Ländern warst du überall? Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Mele und nach Myr Aranat geführt. Erzähl mir etwas über Kyra. Was bin ich, ein reisender Foliant? Ich fürchte, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Aber Kyra ist großartig. Die Leute dort sind so viel freier als hier, vor allem in ihrem Denken. Es gibt die riesigen Basare, die Paläste der Händlerfürsten und die Festung der Magierzirkel. Aber das muss man selbst gesehen haben. Myra Aranat? Ist das nicht verlassen? Yep, ist es. Ich war mit einem Söldnertrupp dort. Wir sollten etwas aus einem Turm der alten Hauptstadt bergen. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. Ja klar, Nervengitzel. Wie war's auf Kile? Puh, anders. So schön die Inseln sind, es gibt ja immer dieses Gefühl von Hektik. Und eines Machtkampfes. Hast du schon mal was von den Spielgroschen gehört? Auf Kile ist es zum Beispiel kein Verbrechen, wenn ein Händler einen Käufer zu betrügen versucht. Der Käufer ist selbst schuld, wenn er den Betrug nicht erkennt. Aber wenn er es tut, dann schuldet ihm der Händler eine Art symbolischen Groschen. Skurril, oder? Aber dort ist es gang und gäbe. Das heißt, du bezahlst ihn dafür, dass du seine Masche durchschaut hast. Ja, ist vielleicht ein Unterhalter sozusagen. Ja cool, ich kann dich nichts mehr fragen. Ja, gehen wir. Wunderbar. Hier, ich zeichne dir den Ort, wo das Anwesen sein soll, auf der Karte ein. Geh du vor. Okay. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Zum Anwesen des Mannes reisen. Wie immer wird es so aussehen, wenn wir irgendwas unterwegs finden, gehen wir einfach mal rein. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Nein, das nennt man Abkürzung. So viel zu tun. Siehst du, ich bin wieder auf dem Weg. Kommst du? Ich werde jetzt bestimmt nicht den normalen Weg gehen. Kann er knicken. Ganz ehrlich, ich hätte einmal rumlaufen müssen. Kommt der Bursche jetzt? Er kommt tatsächlich, gut. Perfekt. Es gibt nichts auf dem Weg, was wir finden könnten. Ich glaube, hier ist einfach alles verlassen. Stahlpfeile. Ein Eisenschild. Und frisches Blut. Was ist hier passiert? Hier ist nicht mal eine Leiche. Es ist einfach nur ein blutiges Schild. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Schiff. Aber ich glaube, ich komme nie wieder hier hoch, oder? Ach, das ist da ganz hinten. Nee. Da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu weit weg. Das ist ein Drachenhort? Ein Drachenhort? Und seit wann gibt's Regen? Das erste Mal, dass es in Enderel regnet, oder? Kann das sein? Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas so derartig Lautes jemals gehört zu haben in Enderel. Da ist noch so ein Kackviech. Verzieh dich halt. Was wollt ihr von mir? Wieso beleuchten die Pilze?
Mich hätte ja dieser Drachenhort da oben interessiert, ne? Hier gibt es doch keine Drachen. Warum hast du Licht? Leer? Eine aufgehängte Leiche, die Licht hat, damit die Tiere ihn nicht fressen? Das ergibt doch keinen Sinn. Und noch mehr leuchtende Pilze. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher, Freunde. Wir haben hier nicht mal richtige Feinde. Ja, ein paar Lichter, ein paar Glühwürmchen. Klasse. Das sind für mich keine Feinde. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Wolltest du nicht warten? Erkundungsfreudig, was? Wir müssen hier lang, Mann, du Vogel. Guck's dir an. Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Ja, dann warte da, ist mir doch egal. Ah, da bist du ja wieder. Willst du mich verarschen? Das sind dann wohl diese Holzfiguren, von denen man sich erzählt. Puh, was Menschen nicht alles als Kunst bezeichnen. Das ist ja ein bisschen gruselig, ne? Wer macht denn so einen Scheiß? Keine Ahnung, Leute, ich traue der ganzen Sache so ganz und gar nicht über den Weg. Der Ort ist viel zu gruselig. Da drinnen wohnt er also. Man kann es sich auch absichtlich ungemütlich machen. Ich schätze, jetzt heißt es erstmal auf Einbruch der Dunkelheit warten. Wir wollen ja nicht, dass der Kerl uns das Artefakt abnimmt und danach gleich wieder wegschickt. Da sind noch mehr Holzfiguren. So. Ich denke, das genügt. Dann sehen wir mal, wie wir reinkommen. Diese Falkenköpfe sehen interessant aus. Ich vermute mal so eine Art Klingel. Du bist aber schnell. Als hätte er um die Ecke gewartet. Und das Feuer da ist auf jeden Fall nicht wirklich auffällig, ne? Ich komm schon, beruhigt euch. Oh, Freunde, ich sehe gerade, wir sind aber überziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gehen wir rein und beklauen ihn und töten ihn höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an. Und das wird die Götter erzürnen, die toten Götter. Und dann werden wir aufs Maul kriegen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.